Die. Das wird eine Materialschlacht. Radieren Sie alle feindlichen Einheiten aus. Keine Ausreden. Wir haben eine Wette laufen. Ja! Hallo, ich bin dein Ohr, Wurm, dein Ohr, Wurm, dein Ohr, Wurm. Krass, ey, im Moment werde ich hier wieder getötet ohne Ende. So, wir machen uns aber fertig. Jetzt wollen sie es wissen. Schade. Ich gehe von hinten, ey. Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Boah, bei mir kam grad Rock'n'Roll, weil ich drei oder vier Leute hintereinander umgebracht habe. Er schießt die ganze Zeit auf den so ein Teil, ey, und da ist gar kein Gegner. Ja, das ist jetzt. Der Titan ist abwurfbereit. Passt auf Ihr Signal. Ich hab noch einen Typ mit Splittergranate, sehr geil. Obwohl er schon tot war. Wir haben das mal ein kleiner grüner Cocktail in der Schule gesungen. Ja, mit Herrn Oswald. Aber ich habe nicht mitgesungen. Ich habe beleuchtet. An alle Einheiten. Wir bauen unseren Vorsprung auf die Medien aus. Gute Arbeit da unten. Weiter so. Danke, Ime. Doch, ist egal. Machst du ja auch immer schnell. Ja. Man muss ja auch mal sich ein bisschen bedanken im Leben. Hast du gehört, wir vernichten die Terroristen. Dieser Pilot hat keine Chance. Ich bin gerade so konzentriert, aber jetzt, diesmal bin ich. Gute Arbeit, immer weiter so. Aber richtig konzentriert. Irgendwie auch. Heute, aber heute ist extrem. Oh, scheiße. Oh, du gehst aber auch ab, du. Ja. Als normaler Fußsoldat dazwischen, das ist echt ein bisschen bedrohlich, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Ein bisschen? Wow. Ich habe noch harmlos ausgedrückt, so ein bisschen. Aber der Speedgeier, der geht auch irgendwie ab. Nee, im Moment sehe ich hier keine mehr. Das ist mein Problem.
Das Gute ist ja, die sind ja nicht für immer da. Pilot am Boot! Nee. Ich wiederhole, Pilot am Boot! Ich sehe gerade kaum. Ich bin gerade voll. Boah, krass, ey, holen hier Leute auf, Rad. Jetzt einer der... Das ist jetzt egal für die letzte Runde. Jetzt schon. Boah, ich bin tot. Schade, vierter nur. Egal. Ah ne, ich darf nochmal. Ich hab nochmal die Ehre bekommen. Muss nie abholen. Ich bin da respawned ausgerechnet. Toll. Tot, scheiße. Wow, ich bin über. Fuck. Oh, du bist der Erste. Ja. Boah, bist du so weit runter? Ich weiß es nicht. Irgendwas war los gerade. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Punkte ich bekomme. Wenn du jetzt noch immer noch mehr bekommst. Nee, das glaube ich nicht. Nein. Dann ist irgendwie ein Bug bei mir drin. Aber es war auf jeden Fall als letzte Runde für mich persönlich natürlich die beste. Ja, für mich jetzt nicht, aber... Erster Platz, 12 Kills. Aber ich war also vorhin einmal Erster und auf einmal kam dieser Speed-Guy und Treadmaster und du und haben sowas von hoch gepusht. Also ganz komisch war das. Ja. Zur richtigen Zeit, am richtigen... Ja. So, jetzt mal gucken. Bin mal gespannt. Wie viele Punkte bekomme ich? 9095. Oh. 10.770. Guck! Wie was? Ey! Sag mal! Weiß ich nicht. Nee, ist ohne Spaß. Da ist irgendwie ein Fehler drin. Ich habe mich schon eh gewundert, dass ich immer so wenig nur bekomme und du so viel. Ich habe 69 Materialpunkte. Du hast 61. Ich habe 12 Piloten, killst du nur 10. Gut, Titans haben wir beide nicht. Fußvolk hast du 21, ich habe 21. Und Verlust bin ich nur 6 Mal und du bist 12. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Warte mal, wir gehen mal aus dem Menü hier raus. Ja, mach mal mit Lobby, ne? Mit Party. Ja. Ist doch das Gleiche. Nein, Lobby ist ganz in diesem Menü. Ja, Börje. Du musst auch mal so die... Ne? So wissen. Ach Gott. Ja. Okay. So, warte mal. So, jetzt sind wir wieder da drin. So, also es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Also hat wirklich viel Spaß gemacht. Von meiner Seite aus. Also grafisch ist es hammergeil. Soundmäßig, gut, habe jetzt nicht so viel mitbekommen. Spielerisch sogar finde ich, weiß ich nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich bei Battlefield reingehe oder bei COD, scheiße ich so schnell ab, irgendwie komme ich da irgendwie nicht mit klar mit der und bei Counter-Strike muss man gar nicht von erst reden, bei CS. irgendwie, keine Ahnung. Aber bei dem Spiel, entweder sind das alles Noobs in dem Spiel oder ist es einfach ein bisschen einfacher oder ich habe keine Ahnung, was. Ich glaube, weil Counter-Strike zum Beispiel ist ein Spiel, wo man sehr viel im Team macht. Sehr viel im Team. Sag ich mal, ja. Go wird sogar darauf ausgelegt und da kriegt man Punkte für, dass man Teamarbeit macht. Titanfall fand ich jetzt nicht unbedingt das teambasierendste Spiel. Das nicht, aber trotzdem. Also, ich habe keine Ahnung. Und wie war. Und so schnell hochgelevelt. Also, ja, war ist gut. Ja. Muss ich sagen. Es heißt aber nicht, wie gesagt, dass wir jetzt aufhören für immer damit. Also wie gesagt, also wenn wir mal irgendwann mal im Livestream oder halt auch so Bock haben,
dann klar, werden wir es vielleicht wieder aufnehmen, vielleicht so eine zweite Staffel rausmachen, vielleicht kommen ja irgendwann neue Karten dazu. Das ist natürlich so das Negative bei dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich nicht so schön finde, halt zu wenig Karten und die Spielmodien, die da so sind, ist auch nicht gerade so das, wo ich sage so, wow, geil, ne? Also meine persönliche Meinung. Sonst aber ist das Spiel übelst geil, also wirklich auch ein finde ich, ein unterschätzter Titel. Viele sagen ja, Titanfall, oh ne, ja, ist nicht so. Es gab zwar auch mal Momente bei mir, wo ich sagte so, boah, alter Vater, das kann doch wohl nie wahr sein. Aber es meistens liegt es ja auch daran, dass man einfach zu schlecht ist. Ja. Man muss es ja eingestehen. Aber gut, heute haben wir eigentlich gute Leistung gezeigt, muss ich sagen. Und wie gesagt, von meiner Seite aus schon mal ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt bei Titanfall. Und wie gesagt, seid mal gespannt halt auf das nächste Thema. Wird auch, denke ich mal, cool. Und dann gebe ich ab an Big Mana und sag dann schon mal tschüss. Bis zu einem nächsten Let's Play-Thema. Dankeschön, Ingmar Maibauer, für diese schöne Ansage. Ja, Titanfall, wie du gesagt hast, also man hat echt bei Titanfall das Gefühl gehabt, man kann was, finde ich. Ne? Weil Ego-Shooter ist ja natürlich immer so online, wenn man gerade anfängt, sehr schwer. Aber wir haben ja auch hier gedacht, das wird schwer. Aber irgendwie haben wir es ja doch noch geschafft, so gut zu spielen. Und wir haben eigentlich jedes Mal gut gespielt, fand ich. Bis auf ein paar Ausnahmen manchmal. Deshalb fand ich das Spiel eigentlich ganz recht gut. Also wirklich, wo wir das angefangen haben, gab es ja noch immer diese Gerüchte, wie du gesagt hast, Titanfall, Hacker und sowas gibt, sollte es da ja auch drin geben. War aber nicht. Also ich habe jetzt nichts gemerkt. Ich weiß nicht, ob du was gemerkt hast. Nee, ne? Deshalb, also ich fand das Spiel richtig gut und ich würde es auch noch immer weiter spielen und werde ich wahrscheinlich auch noch spielen, so ab und zu mal. Jeder, der sich das kaufen will, würde ich sagen, kauft euch das. Ich finde es geil. Abwechslung zu Call of Duty wirklich. Deshalb, also macht Hammer Bock und keine hohe Anforderung. Und keine hohe Anforderung, genau. Das Spiel hat jetzt echt eigentlich eine gute Position bei mir, wie man es so sagte. Und wird auch immer wieder gerne genommen für irgendwelche Sachen. Genau. Wie gesagt, Livestream oder halt auch mal dann eine zweite Staffel von Titanfall. Genau. Okay, dann würde ich auch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht und bis irgendwann mal. Genau. Und nochmal, wie gesagt, von meiner Seite auch, Dankeschön, bis zum nächsten Mal bei einem anderen Let's Play mit Ingo Viva. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.